Ey, yo Leute, was geht? Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Train Simulator 2017. Oder auf Deutsch Zugsimulator 2017. Naja. Ja, jedenfalls, ja, ich habe es ja in der ersten Folge schon mal angesprochen. Das war erstmal das Tutorial komplett durchgehen. Ne? Joa. Dann fangen wir heute dann, oder machen dann heute mal mit den Expert-Bedienungen weiter. Für den ICE2. Naja. Ja, das ist mir jetzt erst gerade mal aufgefallen. Also dieses Spiel hat doch ganz schön eine hohe CPU-Anforderung, ey. Das ist schon heftig. Und das ist jetzt nicht unbedingt die beste Unreal 4 Engine oder eine Unity Engine oder irgendwie sowas, ne? Naja. Naja. So, die Expert Control Slam war heute. Ich glaube, jetzt ganz ohne hat. Man soll das denn halt jetzt. Ne? Haut. Controls. The Controls. Ja, wieder der Standard hier unten. Die Streckenübersicht. Gasbremse. Vorwärts, rückwärts. So, was war das denn jetzt nochmal? The Black Lever ist. Ach, das ist. Nee, das ist die Bremse. Ja, das sind halt die Expert-Kontrollen, ne? In den Standard-Kontrollen. Wenn man da ganz unten stellt, dann sind die, werden die Bremsen automatisch dann eingeschaltet. Ne? Und hier muss man jetzt manuell bremsen. Und man kann auch. Bergab, denn halt muss man dann halt so ein bisschen mit Bremse und Gas gleichzeitig, ne? Weil ja, man sonst zu schnell oder zu langsam ist oder wie auch immer. Ja, jedenfalls, das ist die Bremse. Wenn man losfahren will, muss man sie natürlich auf Null bringen. Das ist halt wieder Chat. Ja, und das ist der Vorwärts-Rückwärts-Schalter. Auf Standard steht er in der Mitte, also. Nullstellung. Ja, und jetzt sollen wir die Bremse auf Null bringen. Ja, jetzt könnt ihr auch sehen hier, wenn ich hier einen Hebel bewege, bewegt sich auch hier ein Hebel. Ja, wie gesagt, man könnte komplett den ganzen Zug, die Standardklamotten auch hier drüber steuern. Über das Cockpit. So. Und wieder dasselbe Spielchen. Soll natürlich Gas auf 50 geben? Nein, 50. Ja, wieso geht denn das jetzt nicht? Komischerweise mit der Tastatur geht es jetzt gerade gar nicht. Aber so passiert natürlich nichts. Man muss natürlich auch. Den vorwärts, rückwärts, ne? Ja, wird wieder angezeigt hier. Derzeitige Geschwindigkeit, Maximalgeschwindigkeit. Ihr könnt auch mal hier so ein bisschen drauf achten, ne? Wenn ich ein bisschen zu viel Gas gebe, geht der Punkt denn nach hinten. Das heißt, Fliehkraft werden die Passagiere dann so ein bisschen ausgesetzt. Ne? Ja, da vorne ist ein Speed Limit, muss ich natürlich mit Vollgas gehen. Wir sind bei weitem noch nicht auf 80. Das
muss mir nehmen. Ja, jedenfalls, wer es lesen will, der kann ja kurz Pause machen. Hatte ich im ersten Part ja auch schon gesagt, ne? Man kann sich ja das denn ganz vernünftig durchlesen. Ne, ich kenne die Controls ja jetzt mittlerweile. Oder doch schon ziemlich gut. Ne? Muss natürlich auch so ein bisschen die Bremse reinhauen. Manuell jetzt. Ne? Es reicht nicht, wenn ich, dass ich nur den Speed wegnehme. Weil bergab fährt das Ding nämlich trotzdem weiter. Auch wenn ich hier auf 0 gehe. Ja, mit 2 könnte man in die andere Sicht. Könnt ihr sehen, hier Speed habe ich weggenommen. Das Ding fährt trotzdem weiter. Was nicht, aber ich meine mit Pfeiltasten, ne? Nein. Wie konnte man denn jetzt die Bremse nochmal einstellen? AFB. AFB. Weiß ich nicht, was das ist, aber ich meine, das war die automatische Klamotte. Da gibt er denn halt nicht mehr Gas, als er eigentlich darf, oder was auch immer. Irgendwie sowas war das. War denn jetzt noch mal die Dingens drauf? Naja, kann ich hier noch so viel Gas geben? Er gibt trotzdem nicht mehr Gas. Ne? Außer ich schalte das AFB wieder aus. Er bleibt halt immer unter einem gewissen Punkt, was sicher ist. Ne? Das weiß ich gar nicht. Konnte man denn jetzt. Aber wie konnte man jetzt wieder langsamer werden? So kann man Gas geben, ja. Ist klar. Natürlich bremsen sollte ich nicht. Ja, ich weiß. Ne, das ist nämlich nicht so gut. Man sollte natürlich nicht am Berg bremsen. Gib mal Gas da. Ich weiß jetzt nicht, wieso ich jetzt langsamer werde. Ja, wieso will ich jetzt langsamer? Upsa, das war die Hupe. Oh Mann, nicht gut. Ich weiß nicht, ich habe irgendwas. Das sind die Scheibenwischer. Ja, nee, keine Ahnung. Die Bremsen umgezogen wird. Nee, die Bremsen sind gelöst. Aber irgendwie gibt da kein Gas mehr.
Ja, rückwärts wäre ich jetzt schneller. Was ist denn hier los, sag mal? Ey, keine Ahnung. Mal kurz die Bremse. Du bremst doch, Mann! Ja, sorry, dass ich mich so ein bisschen dumm jetzt anstelle. Ich weiß jetzt auch nicht, wieso er die Bremse nicht anschaltet. So, dann gib mal Gas. Gibt's doch nicht. So. Ja, weiß ich nicht, er gibt nicht mehr vorwärts Gas. Ach, ich Vollidiot. Ich habe meine Strom gekappt. Ja, sorry. Habe ich jetzt erst gesehen. Ich habe meinen Strom gekappt, ich Vollhonk. Na, ist klar, wenn die Elektrolok keinen Strom mehr kriegt, nee, fährt sie natürlich nie mehr. Rollst du nur noch den Berg rückwärts? Ein Mist. Und da sage ich doch, ja, ich weiß die Kontrollen. Ja, es gibt noch eine ganz merkwürdige Klamotte nachher. Da muss man dann irgendwie von einem Stromnetz auf das andere umschalten. In gewissen Teilen des, in gewissen Teilen gibt es ja Gleichstrom und Oberstrom, ne? Und dann muss man während der Fahrt oder halt kurz darf, ja, während der Fahrt, ne, muss man dann halt da umschalten. Das habe ich irgendwie nie so richtig kapiert, wie genau das jetzt funktioniert. Ja, hier ist Plus. Aber wo ist Minus? Ah, da oben. Gib mal das da. Das kommt man nie im Bahnhof an. Ah, trotzdem, wie gesagt, ich will erstmal kurz das komplette Tutorial durchgehen, ne? Sollte man natürlich auch nie so machen, ne? Mit so viel Geschwindigkeit hier in diese Gleisanlage reinfahren. Nee. Ja, ich weiß. Ja, das kennen wir ja schon aus den ersten, ne? So, dann soll ich jetzt aber wirklich mal langsam abbremsen.
Ja, mit den Bremsen sollte man natürlich auch aufpassen. Seht ihr ja unten an den Fliehgedöns. Ja, aber solange man keine Leute drin hat, kann man ruhig natürlich Vollbremsung machen. Naja. Jo. Ja, sorry. Ganz. Ja, das ist hier eine Taste. Das sollte man nicht machen. Eine Taste ist das nämlich hier. Da kann man dann halt... Seht ihr da oben? Kann man das irgendwo hier sehen? Schade. Naja. Jedenfalls, da fährt das Teil hier... Gehen der Stromabnehmer denn runter. Und ja, man kriegt natürlich keinen Strom mehr. Für die Lok. Naja. Ja, haben wir das auch geschafft, ne? Ja, dann geht's denn halt im nächsten Part dann hier auf den Donnerpass. Das ist schon etwas schwieriger, ne? Und da lernen wir dann auch mal eine andere Lok kennen, eine Güterlok. Ne? Oder wie man das auch immer nennen mag, ne? Die Pacific EMD SD70M. Controls and the signals on Donner Pass. The whole train of auto racks upgrades from Baco to Truckee. Mhm. Ja, Leute, bedanke ich mich wieder vielmals fürs Zuschauen. Über Daumen, Kommentare würde ich mich natürlich sehr freuen. Wird mich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.